Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja einen Kiosk in Berlin und wir verkaufen Lotto. Und wer kennt es nicht, ja, wenn der Jackpot hoch ist, guckt man nach oben und denkt, boah, wenn ich die 10, 20, 30 oder Euro-Jackpot 100 Millionen mitnehme, dann kaufe ich mir das und das. Aber ganz oft geht man dann zum Laden, hat nicht gewonnen, ist traurig und man fragt sich immer, gibt es wirklich Leute, die gewinnen? Und 1994 gab es einen Lottogewinner, der ist durch die Medien gegangen, weil er mit seinem Geld vielleicht auch nicht perfekt umgegangen ist. Und deswegen habe ich mich gefragt, was macht eigentlich Achim Bubert und seine Frau haben 1994 stolze 8 Millionen D-Mark im Lotto gewonnen. Und damit hat er das, wovon die meisten träumen. Neue Autos, neue Immobilien und Geld an Freunde und Familie verschenken. Am bekanntesten ist sicherlich die legendäre Kartbahn im eigenen Garten. Auch fast 30 Jahre später kennen alle die Lotto-Familie aus Kleinrönnau, denn die Presse hat die Familie über die Jahre mit allen Höhen und Tiefen begleitet. Diese Clips haben auch auf YouTube ein ganz eigenes Bild von Achim Bubert und seiner Familie gezeichnet. Hi, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Ja. Ich gebe einem Lotto-Millionär die Hand. Ich habe hier selbst einen Kiosk, wo wir Lotto verkaufen, die Leute kommen rein und ich kenne noch keinen, der wirklich was gewonnen hat. Wieso, der neueste ist doch Chico. Ja, aber den habe ich nicht die Hand gegeben. Ja, okay, aber... Als du gewonnen hast, bist du damals in den Lottoladen gegangen, wo du gespielt hast und hast hier 50... Nein? Nein. Wie wir damals im Lotto gewonnen haben, Petra hat ja abgegeben gehabt. Ich war ja dann zum Nachtangeln. Hattest du an dem Abend beim Angeln was gefangen? Ja, immer. Okay, immer natürlich. Immer, so, aber egal so. Und dann komme ich nach Hause, dann sage ich zu Petra, ich sage, Petra, sag mal, haben wir was im Lotto gewonnen? Nein, sagt sie, sie geben immer nur das Scheiß-Spiel 77 durch. Ich dann ans Telefon, Spiel 77. Dann gucke ich. Das geht damals dann. Hast du die Lottozahl, muss man sagen, das war 94, ja, ja. Da gab es keine Smartphones. Da war der neueste Scheiß Teletext. Ja, aber das war auch noch nicht so. Da hat man irgendwo angerufen und die Lottozahl. Ja. Nein! Dann sitze ich da, Telefon, dann geht das von links nach rechts. Und dann die erste Zahl, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste. Na, denke ich. Jetzt noch die zwei oder was das damals war. Und die kam. Geil. Und dann bimmelt das aber schon an der Tür. Und dann kam mein Vater rein, weil ich für den Aale räuchern musste. Ja. Ne? Und dann kommt er rein ins Wohnzimmer. Was macht der denn da? Ja, sagt Petra, wir haben alle Zahlen richtig ins Spiel 77. Nein. So, und das war eigentlich der größte Fehler. Im Nachhinein waren meine Eltern oder mein Vater, der hatte ja ein Taxigeschäft. Oh! Ja. So, und dann, drei Fahrten, alle wussten es. Ja. So ungefähr. Ich bin ja hier, um zu gucken, was du aktuell machst. Deswegen machen wir jetzt mal eine Roomtour. Hier haben wir unsere Greenbox. Machen wir Greenscreen, ja. Ne? Da machst du, ja auch Social Media. Ja, Social Media. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Okay, und da dreht ihr hier Videos. Ja. Weil das war ja mal ein Angelgeschäft. Du hast ja irgendwann. Das war bis 2013 Angelgeschäft. Von 2001 bis 2013. 12 Jahre lang. Ja, ja. Und dann kam das ja eben halt mit dem Betrüger. Aber da schnacken wir nachher später. Noch also es ist so spannend. Deswegen zeig doch mal, man muss sagen, du bist bekannt geworden. Man hat öfter da mal früher in anderen Beiträgen dein Wohnhaus gesehen. Du hattest eine Kartbahn hinten drauf. Ja. Und da sagst du auch ganz klar, als ich gefragt habe, ob ich kommen kann, ey Aaron, will ich nicht mehr zeigen. Ja, ja, es ist ganz klar, weil die Leute, die lästern sowieso immer. Ja. Es gibt ja auch genug Neider. Ja. So, und jeder meint, dass wir pleite sind. Wie viel hast du auf dem Konto? Da rede ich nicht drüber. Aber ist es ein Minus oder ein Plus? Ist ein Plus. Okay. Da rede ich nicht drüber. Dein, aber du hast nicht mehr so viel Geld auf dem Konto, weil du das Wert in dem, weil das hier hat ja einen Wert. So sieht das aus. Ich habe kein Kredit drauf, kein gar nichts. Kein Kredit drauf. Sagen wir mal, dein Haus und das alles hat eine Million Wert. Das heißt, wenn ich es dir jetzt abkaufe, würde ich dir nicht für eine Million geben, weil wir schon ein Angebot haben von 2,4 Millionen. Aber die hättest du dann für dich. Und du hast es ja noch länger als 10 Jahre, wäre sogar steuerfrei. Das wäre steuerfrei. Ich mag steuerfrei. Ich mag steuerfrei. Ja. Okay. Weißt du, nee, das ist wirklich so. Hier sind genug Leute, die wir hatten gehabt, die 2013 durch diesen Betrüger, weil wir im Ding nicht nach Rest waren. Jetzt frage ich mich schon wieder, Tom, komm, was war der Betrüger 2013? Der Betrüger, da kam ein Markus W., wir sagen mal Markus W. Ja. So, da hatte ich. Du läuft bei dir mit den Markussen. Markus L. Markus W. Ja, Markus W. Der läuft. Wir haben dich, hat sich damals per Telefon gemeldet und. Hatte gesagt, er will Yoshi vermarkten. Ach, dein Eselbuch, ja, zeigen wir gleich mal. Statt 40-60% hatten wir einen Arbeitsvertrag unterschrieben, okay. Sodass er 20.000 im Monat kriegt. Muss ich mir mal vorstellen. Und dann, aber gleich, montags gleich zum Anwalt, rückgängig gemacht, aber er hat bessere Anwälte gehabt. Aha. Und das hat er dann durchgezogen. Wir haben das zwar gewonnen,
Aber sind damals dann im dinglichen Arrest gekommen, weil ich 50.000 Euro Hypothek aufgenommen hatte. Wegen Angeln, weißt du, wenn wir groß eingekauft haben. Wir haben nachher einen Schaden gehabt von 500.000 Euro. So. Ui! Da war sogar ein Haftbefehl sogar hier. Gegen ihn oder dich? Gegen uns. Meine Lieben, was mich gerade zum Nachdenken gebracht hat, wenn Achim wirklich angeblich schon ewig lange pleite ist, ergibt es natürlich Sinn, warum hat er die Immobilien noch und die haben auch einen Wert. Aber ey, es kann immer mal passieren, dass man irgendwie im Dispo drin ist oder irgendwelche anderen finanziellen Sachen hat. Und dann muss man sich jemanden suchen, der einem hilft. Und deswegen ist der Partner des heutigen Videos Anyfin. Na, du kleiner Schlingel, hast du am Wochenende mal wieder eine leuchtende Flasche im Club aufgemacht? Jetzt sieht's auf dem Konto ziemlich düster aus. Blöd, dass du letzte Woche noch Klamotten auf Raten gekauft hast. Und zack, landest du im Dispo. Die Zinsen, die du dann noch oben drauf zahlst, verschlimmern das Ganze und du zahlst viel mehr Geld als nötig. Und genau da kommt Anyfin ins Spiel. Denn mit Anyfin wirst du die bestehenden Schulden schneller los. Und das zu fairen Konditionen. Lade dir die kostenlose Anyfin-App runter. Dort lädst du einfach deine letzte Ratenabrechnung hoch. Kurz darauf schickt Anyfin dir ein Angebot. Aber auch nur, wenn es wirklich besser als dein bisheriger Tarif ist. Und dann kannst du ganz entspannt entscheiden, ob es das Richtige für dich ist. Bis dahin ist alles unverbindlich und kostenlos. Nimmst du das Angebot an, wird dein aktueller Kredit abbezahlt und du bist viel flexibler, denn du kannst einstellen, wie hoch deine Rate sein soll. Dabei kannst du auch mal eine Ratenpause einlegen, falls es momentan nicht so gut läuft oder der letzte Clubbesuch doch teurer war. Wenn du Schlingel dich mal verkalkulierst, lässt Onkel Aaron dich nicht im Stich, denn mit dem Code Aaron bekommst du nochmal 20 Euro Nachlass. Also, Anyfin-App runterladen und den Code Aaron eingeben. Und schon ist das Leben entspannter. Hier ist mein Kumpel Cash Kaiser. Cash? Cash Kaiser. Cash Kaiser. Hast du so viel Cash wie der Kaiser? Du, das kommt von Kaiserschmarrn. Ah, okay. Und das ist das Studio. Und hier ist mein Studio, ja. Ne? Würdest du sagen, du bist ein guter Musiker oder ein... Das ist, du weißt doch, das ist wie ein Gummiband. Einige Leute mögen dich und andere sind, sagen, du bist ein Arsch. Was hat das Studio für einen Wert? Und wie alt ist es? Also das ist verhältnismäßig neu hier. Okay. Das ist ja schon alter Schinken. Könntest du für Capital Bra einen neuen Song hier aufnehmen? Wenn ich das wollte, konnte ich das. Ja, okay. Ne? Welcher Film war das? Das ist wo wir Luden waren. Da waren wir... Wo wir Luden waren? Ja, ja. Luden ist doch Zuhälter. Amazon, ja. Was jetzt gerade läuft. Da hast du mitgespielt? Ja, kann ich dir gleich mal zeigen. Ist das ein AOL-Desktop? Ja, gibt's immer noch. Wer nutzt denn noch AOL? Das war damals mein erstes und das nutze ich immer noch. Du hast die Szene von Amazon Prime rausgeschnitten und bei dir auf YouTube hochgeladen. Die nimmst du nicht zurück. Okay. Geh nach hinten, wenn er kommt, gibt's Regelung. Weißt du, was du bist, Klaus Barkowski? So ein richtiger Gauner. Und das mal, also wenn ich dich jetzt frage, was machst du denn hauptberuflich? Künstler. Künstler? Ja. Und was sind deine Haupteinnahmequellen? Alles. Über ein kleiner Dot und er gibt auch einen großen. Klein Vieh macht auch Mist. Ja. Wie erfolgreich ist deine Musik? Also, es ist so weit, dass ich angesprochen werde auf der Straße, dass die Leute das geil finden. Aber meistens junge Leute. Es ist die neue Version. Mischst du auch die Hintergrundsachen und alles? Ja. Okay. Und als du den Song das erste Mal aufgenommen hast, hat dich ja Fokus begleitet, oder? Ja. Wenn dann immer diese Beiträge rausgekommen sind vom TV, war das Feedback positiv oder negativ? Du hast viel negativ gehabt. Also wenn wir zum Beispiel auf Focus TV, ich weiß, wie wir Focus TV gemacht haben, Herzvirus, damals am Segeberger See. Und das ging auf YouTube online, da wurden dann die Kommentare deaktiviert. So, weil das ging wirklich hier unter der Gürtellinie. Dann hatten wir dann 2019 nochmal hier Focus TV gemacht und man hatte versucht, die wahre Geschichte zu erzählen. Wurde aber wieder andersrum denn und da, wenn du da die Kommentare liest, also es geht wirklich bis unter der Gürtellinie, ne? Weil die Leute, die gönnen dir das nicht. Die Leute sagen, du bist hohl im Kopf oder sonst was. Aber das wissen die Leute hier auch im Ort, die fragen sich, Hubert ist seit 2009 pleite, aber wohnt hier immer noch. Und das kostet ja Geld im Unterhalt. Das ist ja nun nicht mal, ne? Dass du mit 500 wie viel Euro... Wie viel Quadratmeter habt ihr hier? Wohnfläche? Ja. Insgesamt knapp 1000. Das war mir was mal mit 1000. Hast du noch ein Amazon-Lager? Da drüben sind 600 Quadratmeter das Wohnhaus. Okay. Ne, da haben die Kinder jeder ihr Reich von 50 Quadratmeter.
Okay. So, und wie gesagt, mein Wohnzimmer ist ja alleine schon 64 Quadratmeter. Du sagst ja immer, im Internet haben sie gepöbelt und ihr werdet ja auch im Internet belächelt. Ja. Ist es schlimm für dich? Nein, weil ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich will. Okay. So, und das, was die anderen sagen, ne? Wie sagt Udo? Und ich mach mein Ding, egal was die Hater sagen. So. Okay, ne? Und das fährst du auch? Ja, ja. Kannst du die andere Seite verstehen, warum vielleicht sich Leute über dich lustig machen? Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, auch wenn die Leute jetzt sagen, Fremdschämen, weißt du, Fremdschämen. Ja? Ja, ich habe wieder mit den Leuten im Sandkasten gespielt, die kenne ich gar nicht. Ja? Da braucht sich doch keiner für mich schämen. Weswegen? Ich mach mein Ding, ich lebe meinen Traum. Lebst du deinen Traum? Ich lebe meinen Traum. Bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich, das, was ich mache. Würdest du? Ich geh am Set, mache da meine Rollen, freue mich, wenn ich als Kleindarsteller habe. So, ne? Nee, das ist mein Ding, so, das ist mein Leben. Dann gehe ich hier ins Studio, wenn ich Bock habe, mache ich Musik. Zahlst du in die Rentenkasse ein? Ich zahle auch nicht mehr in die Rentenkasse rein. Ich weiß ja, was ich bekomme. Ja. Ne? Und das ist mehr wie Hartz IV. Ah, okay. Hier ist eine Einbauküche, hier wäre dann ein Schlafzimmer. Ja, würdest du möbliert vermieten dann? Ja, wir haben hier, wenn die Musiker kommen, unsere Künstler, dann schlafen die mal hier. Ne? Hier vorne habe ich gerade Leckage gehabt. Oh, hier so Wasserschaden. Ja, ist ein Flachdach und hier vorne ist aber Pilipalli. Wenn das wieder trocken ist, mache ich es fertig. Machst du das selbst? Ja, ich bin doch vom Fach. Ach, du machst doch? Ach, guck mal, okay. Genau. Ja, aber du weißt schon, also wenn man jetzt, sag mal, wirklich mal macht da vorne zu deinem Studio zu, du vermietest das Ding, dann könntest du ja locker 400-500 Euro hier verdienen. Ja, aber nee. Wir haben früher genug vermietet und da hieß das, ne, Lotto-Millionär, wir zahlen nachher nicht mehr. Wirklich? Ja, ja, und deswegen habe ich da gar keinen Bock drauf. Ne? Was kannst du uns denn noch zeigen? Sonst will ich auch gar nicht mehr zahlen. Sonst willst du uns gar nicht mehr zahlen? Reicht doch. Wenn du zurückdrehen könntest und deiner Frau nochmal sagen kannst, gib den Schein ab oder nicht, was würdest du nehmen? Doch, immer. Würde ich immer machen. Guck mal, ich mein geilstes Erlebnis war ja im Autohaus. Ich abends Zimmermannsklamotten rein, so ins Autohaus hier damals, Trabak hießen die. Ja. Den möchte ich haben und den Bus auch. Ne? So, ich habe 4 Autos da mal kurz gekauft. Für? 220.000 D-Mark. So, ich wollte noch einen schönen 911er Porsche haben, Carrera. So, kostet er auch um die 200.000. So, und dann habe ich ihn gefragt, ich sage ja, ist ja alles schön gut, aber was kostet er mir im Jahr an Unterhalt, Versicherung? Ja. Da sagt er 15.000. Ich sage, dann behalte den Scheiß mal. Habe mir kein Porsche gekauft. Wie viel hast du so an Geschwister und Familie, Freunde abgegeben? Ja, und Bekannte umgerechnet über die Jahre, ja? 3,1 Millionen. Aber sorry, wenn ich das jetzt höre, 3,1 Millionen. Ja. Da sage ich jetzt auch, sag mal, hast du einen Schatten? Nee, habe ich nicht, wieso? Das ist eine Menge Geld. Mit wie vielen Leuten hast du noch Kontakt von damals? Mit gar keinen. Höchstens den einen und anderen aus der Familie, aber so mit meinem besten Kumpel nicht mehr. Wie wir in der Scheiße waren. Und dann war eine Waschmaschine kaputt gegangen. Und dann hat er zu mir gesagt, ach, ich kann dir keine Waschmaschine kaufen. Was hast du für das Haus drüben bezahlt? Ja, ich kann nicht so gut lesen. Gibt es das als Film? Nee, nee. Wann wurde das Bild gemacht? Also das war 2009. Und alt geworden? Da bin ich alt, aber hier doch nicht. Hey. Bleib mal locker. Locker im Schlüpperbett, du. Wo kann ich das kaufen? Bei uns entweder über Instagram melden. Ab jetzt oder bei mir im Kiosk. Bei dir im Kiosk auch, kannst du das auch verkaufen. Also können die Leute kaufen gerne. Ich schicke dir immer nach, wie viel du haben willst. Natürlich mit Autogramm. Mit Autogramm. Und eine Autogrammkarte dazu. Sehr gut. Auch noch. Komm, und dann machen wir jetzt deine Kollegen. Und dann alles für 15 Euro. Das ist ein Schnapper. Plus Versand natürlich. Natürlich, DHL muss auch bezahlt werden. So sieht das aus. Dann machen wir, und du hast auch Instagram. Ja. Und ich nehme mir ein Buch mit Widmung für Aaron. Und dann wollen wir noch welche verlosen bei Instagram? Das können wir gerne. Können wir. Machen wir. Du musst auch mit unterschreiben. Nee, natürlich, wir machen mal ein Foto. So. Wer rennt denn von euch immer hier rum und macht Fotos gerade? Wer kann denn die schönsten Bilder machen? Da sind Gewinne drauf. Die möchte ich für heute neu spielen. Ja. Aber nur Kleingewinn. Fünfer? Ja. Spiel 77 wieder? Genau. Und nochmal ein Fünfer. Ich würde auch Lotto spielen. Ja. Ich nehme Quickie, nehme ich noch 2 Platin 7. Ich bin Experte. Drück mir die Daumen. Glücksspiel nur mit Verantwortung. Du musst hier, bei uns im Kiosk hätte man natürlich mehr Glück, muss man sagen. Du musst hier einmal rubbeln und hoffen, dass du eine 7 hast. Ich hab doch nichts gewonnen, oder Jan? Nö. Das war wohl ein Satz mit X. Ja. Also,
zu mir sagen, dass ich kein goldenes Hemd habe. Das Problem ist, du hast die ja geholt, nicht ich. 20 Euro verbrannt, deswegen denk dran, Glücksspiel nur mit Verantwortung. Jetzt gehen wir noch was essen. Ja. Geil. Gehen wir zum Diner. Da gehst du da öfter essen? Gehst du, kochst du oder auswärts oder Stulle? Nee, wir kochen sonst immer, aber wie gesagt, da war ich noch nie drin. Ach so, wir gehen da hin, weil du heute da mal hin wolltest. So sieht das auch. Dann machen wir das. Was ist denn eigentlich jetzt dein Plan? Du hast vorhin gesagt, du hast noch 20 bis 25 Jahre? Ja, ja, da gehe ich mal von aus. Wenn es nach mir geht, möchte ich auch 100 werden. Okay. Aber wie gesagt, also realistisch ist vielleicht 85. Würdest du Dschungelcamp machen? Dschungelcamp kein Problem. Promi Big Brother? Auch kein Problem. Ich bin mir für nichts zu schade. Du bist doch jetzt auch wieder Single, Bachelor. Ja, ich als Bachelor. Aber was sind deine Ziele für die Zukunft? Meine Ziele ist meine Musik. Aber was ist denn dein Traum? Willst du mal eine Eins haben? Oder sagst du lieber 100.000 Views mal? Nein, wie gesagt, in den Charts gerne mal. Wenn ich dich jetzt frage, könntest du jetzt aufhören zu arbeiten und wärst Rentner und müsstest dir um kein Geld mehr den Kopf machen? Bei der heutigen Inflation glaube ich nicht. Also musst du ja noch irgendwie Geld reinkriegen. Irgendwo muss, und wenn das nur Kleinkram ist, ne, Schauspieler oder Kleindarsteller, je nachdem, verdient zwischen 150 und 800 Euro. Am Tag? Am Tag. Und wie oft machst du das? In der Woche kommt das, oder im Monat kommt das vielleicht mal einmal vor, zweimal. Das andere ist noch als Komparserie, mache ich mehrmals im Monat. Okay, ich wünsche jetzt einen guten Appetit, mein Lieber. Wir müssen ein bisschen noch zunehmen. Ja. Eine letzte Frage habe ich. Ja. Musst du nicht beantworten, kannst du aber. Wenn man jetzt deine ganzen Immobilien und so verkauft, bist du noch, esse ich gerade mit einem Millionär? Millionär ist für mich, wenn ich eine Million auf dem Konto habe. Das bist du aktuell nicht? Ja, das sehe ich so. Das ist für mich ein Millionär. Okay. So, Betongold, weißt du, ist wie ein Gummiband. Das stimmt. Im Moment sind die Preise hoch, deswegen ist man mehrfacher Millionär, könnte man sagen. Du kannst aber auch das Pech haben, ne? Dass das mal wieder im Keller geht. Und dann ist man das nicht. Den Fehler habe ich einmal gemacht, Kontoauszüge gezeigt und daraus lernt man ja, ne? Ja. Weißt du, deswegen, das wäre ja genauso, wenn ich zu dir sage, zeig mal deinen Kontoauszug oder zeig mal, was du so alles schön investiert hast. Mache ich auf meinem YouTube-Kanal und auf dem Konto ist durch die Sparkasse minus. Aber ey, lasst es dir schmecken, mein Lieber, vielen Dank. Wenn es euch jetzt gefallen hat, ja, und ihr Fragen zu Achim habt, schreibt es in die Kommentare, der antwortet von seinem YouTube-Kanal. Lasst gern ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und ganz wichtig, Glücksspiel bitte erst ab 18 und immer mit Verantwortung. Tschüss.